Herzlich willkommen beim Besenbinder. Schönen guten Tag. Sie sind jetzt in der Werkstatt beim Besenbinder im Schwarzwälder Freilichtmuseum Fuchsbauernhof. Und so muss man jetzt das Material herrichten, wenn man eine richtige, typische Schwarzwälder Besen machen will. Man schneidet die Äste an den Berge ab. Wenn ich jetzt die Arbeitszeit zusammenzähle von einem Besenbinder, dann kommen 1,5 Stunden zusammen. Und 1,5 Stunden beinhalte jetzt zum Beispiel die Birke schneiden im Wald, das Ausasten, nach Haus holen der Äste, lagern, dann müssen die Stiele hergerichtet werden, dann müssen die Bänder gemacht werden. Und wenn man das alles zusammendreht, sind es 1,5 Stunden. Jetzt, wenn man das Material so gerichtet hat, dann kann man das einfach schön zusammenlegen und kann einen Besen binden. Und wenn ich fleißig will sein, kann ich in 10 Minuten einen Besen binden, wenn alles fertig ist. Ich biete im Freilichtmuseum an, dass die Besucher können auf den Stuhl sitzen bei mir. Sie kriegen einen Schurz von mir, sie können sich selbst ihren Besen binden. Und dann dreht man den ganzen Besen immer wieder im Kreis und schaut mal, wo da noch ein Ast draus steht, dort noch eine Lücke ist. Und so kann man eigentlich einen schönen Besen machen. Funktioniert tut er in jedem Fall, wenn man das gute Material hat. So, und jetzt brauche ich 3 verschiedene große Ringe. Und jetzt muss ich den Ring da drüber drehen. Drüber drehen bedeutet, wie ein Linksgewinde passt der Ring da drüber. Und wieder ein bisschen Hand anlegen, also da darf es ruhig ein bisschen kräftig zugehen. So, jetzt muss man wieder stoßen. Und jetzt kommt der dritte Ring drüber. Muss ich wieder schauen, wie rum. Und der dritte Ring ist jetzt vom Durchmesser her der kleinste. Und jetzt kann man da noch ein bisschen Ordnung schaffen, dass das gut aussieht. Einfach mit dem Finger durchfahren, die Äste sollen alle nach vorne. So sieht es gut aus. Und jetzt gehe ich gerade mal schnell auf den Stein und setze den gerade noch einmal 2-3 Mal drauf. Und jetzt muss der Besen allein stehen bleiben. Und das ist jetzt wichtig. Bei einem guten Besenbinder bleibt der Besen allein stehen. Das wird bedeuten, er ist unten schön gerade. Der Besen ist fest zusammengebunden im Bereich, wo die Ringe sind. Und außerdem ist er oberum schön verteilt. Gleichmäßig verteilt. So ist es würdig, dass der Besen auch einen ordentlichen Stiel bekommt. Und dann kann man mit dem gut arbeiten. Jeder Besen hat auch eine Frisur. Und das sind jetzt die Panker da oben und die schneiden wir jetzt einfach ab. Also, jetzt holen wir einen Stiel raus und das ist jetzt zum Beispiel ein Haselnussstiel. Haselnuss hat sich sehr gut geeignet als Besenstiel. Es ist nicht harzig, es ist griffig, Sie kriegen nie einen Spriesel und ist leicht. Das flach angespitzte habe ich zu Hause mit der Kreissäge gemacht. Jetzt muss ich da die Kante noch nehmen, dass der schön reingeschlagen werden kann, der Stiel in der Bese. Den setzt man einfach so gut es geht in der Mitte irgendwo mal an. Irgendwo, jetzt hoffe ich, dass ich das Glück habe und nicht ein Vorzeigemodell. Immer nur 2 Schläge machen und dann wieder richten. Weil wenn Sie 3 Schläge machen oder 4, dann kann es bereits zu spät sein und der Stiel kommt Ihnen irgendwo auf der Seite raus und das möchte man natürlich nicht haben. Jetzt kann ich den Mann entlang ziehen, ohne dass der Stiel nachgibt und so soll der gute Besen aussehen. Ja? Einfach die linke Hand runterfallen lassen, die Finger umlegen, so legt man den Besen rein. Die rechte Hand bringt den Besen daher, wo er arbeiten soll. Und dann fahrt man nur leicht am Boden entlang. Also nur ganz leicht den Boden streicheln. Und so kann man jetzt zum Beispiel alles picobello sauber machen. Egal auf dem Steinboden, auf dem Teppichboden, auf dem Laminat, egal wo. Funktioniert und bleibt nie was im Besen hängen.